Bei bestem Fußballwetter melden wir uns heute, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel heute Abend. Ich bin Wolf Fuß, neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir sind die Kommentatoren dieser Partie. Und auf unserem Programm steht ein Rückspiel aus diesem Wettbewerb. Könnte sehr interessant werden, Buschi. Und wir erinnern uns, die Gäste haben das Hinspiel deutlich für sich entschieden. Also ist natürlich eine klare Ausgangslage für dieses heutige Rückspiel. Da müsste schon eine Menge passieren, damit das Ding noch kippt. Die Leverkusen also mit dem Anstoß. Und ich bin mal gespannt, wer hier besser ins Spiel findet. Und da sehen wir die heutige Aufstellung von Bayer Leverkusen. Im Tor sehen wir. Ganz kurz, sie kommen jetzt. Abseits, viele fassen sich an den Kopf. Das war eng, aber die Fahne ist oben. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Da machen sie viel Druck. Der Pass war ein bisschen unpräzise. Einwurf. Unwiderstehlich. Der Ball läuft gut. Gefährlich jetzt. Ganz sichere Parade. Ecke in die Mitte. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Da wäre vielleicht Platz für Leverkusen. Diaby! Oh, er ist zur Stelle. Eine unglaubliche Parade macht diese tolle Chance zunichte. Sie bringen den hohen Ball. Jetzt hat er den Ball. Nicht so einfach hier. Er versucht den Eber. Per Lupfer! Was für ein Tor! Hier kommt noch mal das Tor. So ist das Ganze entstanden. Erst spielen sie diesen Pass und dann zum Abschluss dieser Lupfer. Besser kannst du es nicht machen. Es geht weiter in diesem Spiel. Neuer Spielstand insgesamt 3:1. Da haben sie die Chance. Er verliert da den Ball. Er hat die Chance. Einfaches Ding für Radetzky. Das ist ein Ball für Radetzky. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Jetzt vielleicht. Chance aus kurzer Entfernung, aber Radetzky sagt, nicht mit mir. Ecke kommt. Sie bringen den Ball raus nach dieser Ecke. Gut durchgesetzt. Schönes Dribbling hier. Oh, gefährliche Szene. Da können Sie von Glück sagen, dass da nichts draus geworden ist. Ah, muss selber geben. Gibt Elfmeter. Und noch die gelbe Karte obendrauf.
Und er macht den Elfer. So, in Addition heißt der Spielstand nun also 3:2. Es gibt Eckball. Hier kommt noch mal der Elfmeter. Die Ecke kommt. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Riesenchance, aber kein Tor. Es bleibt bei dieser knappen Führung. Ja, den darf er nicht vergeben. Wir sehen, auch der Trainer ist sauer. Palacios. Da muss er hin und holt sich den Ball. Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen. Geht er rein? Unheimlich wichtig, dass er da dazwischen geht. Kein Problem, den hat er. Wirtz. Gefährlich, der Steilpass. Sieht nicht ungefährlich aus. Und da klingelt es im Kasten. Schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Das dürfte eine ziemliche Kabinenpredigt geben. Da dürfen sich die Spieler auf einiges einstellen. Wir sehen ja, er brodelt. Spiel läuft wieder. Neuer Spielstand nun also 4:2 nach beiden Partien. Und er geht am Gegenspieler vorbei. So, Pausenpfiff. Das war's in diesem ersten Spielabschnitt. Ganz sichere Parade. Und jetzt geht's hier weiter mit der zweiten Spielhälfte. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Parade von Radetzky, Gefahr noch nicht bereinigt. Sie können sich absolut auf ihn verlassen. Also das war jetzt eher harmlos, aber die Szene vorher, die war enorm gefährlich. Ja, da muss er schon sein ganzes Können aufbieten, um den zu halten. Das ist eine super Parade. Moussa Diaby. Schick, tolle Parade und das aus kürzester Distanz. Ja, den muss er erstmal halten. Da muss er überhaupt erstmal rankommen. Diese Reflexe sind unfassbar. Er geht in den Strafraum. Da ist der Ball erstmal raus. Wirtz. Schick. Super gemacht. Er macht sein nächstes Tor. Nummer 2 am heutigen Tage. Er zeigt, wie torgefährlich er ist.
Wir sehen nochmal dieses Tor, da ist die Flanke. Und dann sehen wir, wie gut das wirklich gemacht ist. Vor allem, wie ruhig das gemacht ist. Aber ganz ehrlich, aus der Distanz muss er den eigentlich auch machen. Ich glaube, das gibt eine ziemliche Ansprache in der Kabine. Da passt ja nichts zusammen heute. Das hat er sich komplett anders vorgestellt. Wir machen weiter beim Spielstand von insgesamt 5:2. Sie versuchen es. Da hat nicht viel gefehlt. Drüber. Sie wechseln aus. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Er ist frei, da kann was draus werden. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Ecke kommt. Nicht konsequent genug. Szene geht weiter. Ball draußen. Das gibt jetzt Eckball. Die Ecke kommt. Erstmal gehalten. Bekommen Sie noch eine Chance. Ja, schön geklärt. Das war die Gefahr bereinigt. Da ist Platz für den Konter. Klasse Technik. Guter Steilpass hier. Er spielt den Ball. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Leverkusen mit dem Wechsel. Die Ecke kommt rein. Da bekommen sie den Ball nicht raus. Ja, der Schuss jetzt. Ganz. Er macht zu. Lässt da nichts anbrennen. Wunderbar abgetaucht. Da fangen sie den Pass ab. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Jetzt der Schuss. Blockt den Schuss erstmal ab. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Und die Situation geklärt. Er gibt Elfmeter für Leverkusen. Elfmeter und Tor. Er bringt diesen Elfmeter unten im Eck unter. Der ist unhaltbar. Wir sehen es nochmal in der Wiederholung. Gut gemacht. Er steht nun insgesamt 6:2. Weiter geht's in diesem Spiel. Vorne jetzt die Balleroberung. Und jetzt ein Freistoß gegen Bayer 04. Und jetzt wollen sie wechseln.
Oh nee, das war kein guter Freistoß. Ja, aber auch kein Wunder bei der Distanz. Wirtz. Der Ball ist weg. Schwacher Ball. Wirtz. Jetzt vielleicht. Kurze Distanz, kein Tor. Vielleicht war dieser harte Schuss die falsche Entscheidung. Sehe ich auch so, wenn der Platzierter kommt, dann wird es gefährlich. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Gut durchgesetzt, gefährlich. Ganz spannende Szene. Der Kerl ist on fire. Das war schon sein drittes Tor im heutigen Spiel. Da kommt die Wiederholung nochmal. Wir sehen den Ballverlust. Das ist eine Unaufmerksamkeit. Der Ball ist weg. Die Gefahr ist da. Das Tor ist da. Haben Sie sich selbst zuzuschreiben. Ich glaube, das gibt eine ziemliche Ansprache in der Kabine. Da passt ja nichts zusammen heute. Das hat er sich komplett anders vorgestellt. So, das war's dann auch für dieses Rückspiel. Sie sind durch. Sie sind weiter. Zu diesem schönen Erfolg kann man Sie nur beglückwünschen. Alles in allem ziehen Sie dann doch ungefährdet in die nächste Runde ein. Sie waren die bessere Mannschaft, keine Frage. Ganz sichere Parade. Sie bringen den hohen Ball. Nicht so einfach hier. Er versucht den Heber. Per Lupfer. Was für ein Tor. Chance aus kurzer Entfernung, aber Radetzky sagt, nicht mit mir. Elfmeter. Und noch die gelbe Karte obendrauf. Und er macht den Elfer. Riesenchance, aber kein Tor. Es bleibt bei dieser knappen Führung. Ja, den darf er nicht vergeben. Wir sehen, auch der Trainer Wirtz. Gefährlich, der Steilpass. Sieht nicht ungefährlich aus. Und da klingelt's im Kasten. Schick. Tolle Parade und das aus kürzester Distanz. Ja, den muss er erstmal halten. Da muss er überhaupt erstmal rankommen. Diese Reflex. Da ist der Ball erstmal raus. Wirtz. Schick. Super gemacht. Er macht sein nächstes Tor. Nummer 2 am heutigen Tage. Er zeigt, wie torgefährlich er ist. Sie versuchen es. Da hat nicht viel gefehlt. Drüber. Ball draußen. Das gibt jetzt Eckball. Guter Steilpass hier. Er spielt den Ball.
Elfmeter und Tor. Wirtz. Gut durchgesetzt, gefährlich. Ganz spannende Szene. Der Kerl ist on fire. Das war schon sein drittes Tor im heutigen Spiel.